Okay, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rot Edition. Yay! Oh, hier steht ja niemand rot. Später kriegst du hier ein Feuerrotblatt, grün kriegst du hier Mega Heap und Mega Kick, glaube ich, beigebracht von zwei Typen. Aber du kannst dich nur für eins entscheiden. Also entweder darfst du treten oder du darfst schlagen. Wie jeder weiß, treten ist meistens effektiver. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Svante, würdest du lieber treten oder würdest du lieber schlagen? Bekanntlich kann man mit den Beinen mehr Kraft aufwenden, weil generell immer mehr Kraft mit den Beinen aufgewendet wird. Denn mit den Beinen läuft man halt, das heißt, die Beine sind in fast ständiger Aktion, während Arme nicht ständig benutzt werden müssen und manchmal einfach nur dumm rumhängen können. Macht tatsächlich Sinn. Ja. Das ist tatsächlich eine sinnige Aussage, die du da getroffen hast. Ich bin gerade am Überlegen. Onigiri muss auf Level 22 sein, ungefähr, wenn wir in die Arena gehen. Schätze ich. Ich glaube, 22 war das Stami in der Arena. Und das ist so das, was mir am meisten Angst macht. Das stärkste Pokémon von Misty. Ah, ja, richtig. Dich haben wir auch noch. Hi, Daro. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémons gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Daro. Zeig mir deine Pokémon und ich zeig dir meine. Gib mir deinen Saft und ich geb dir meinen. Nur mit Kondom. Nein, sei kein Dummi, mach's mit Gummi, oder? Stimmt, das auch. Beides. Ja? Ja. Ja, die Schleimen links away. Alter! Could you please not? Irgendwie hat mein Tauboga deutlich mehr Schaden gemacht. Das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich zwei Level höher bin als dein Pikachu, dein Onigiri. Aber Rocksocki müsste reichen. Hoffe ich. Bitte, 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 lass es reichen. Oh no, he died it. Das Problem ist, dass Onigiri eigentlich die Erfahrung braucht. Suppe, Suppe. Oder Vogelzehe, das geht auch. Taubogas Ruckzuckieb ist stärker als Vogels Ruckzuckieb. Mist. Egal, es reicht. Natürlich reicht es. Was hast du denn erwartet? Vogel ist... Level 15. Gott-Pokémon. So, Abra kann... Sushi. Ja, kann nur Teleport. Das heißt, ich kann da auch Sushi dagegen reinschicken. Auch wenn Sushi sofort wieder rausgewechselt werden muss. Da ist nur Platscher kann. Da ist nur Platscher kann. Abra wird jetzt Teleport spammen. Das bringt ihm aber null. Das bringt ihm nichts. Ich meine, hätte ihr ja die ganze Zeit Platscher gegen Teleport betteln können. Das ist richtig. Der Punkt ist nur, dass in der ersten Generation die Attacken von Trainer-Pokémon noch keine AP haben. Das heißt, es kann die unendlich oft spammen. Und Karpados setzt irgendwann einen Verzweifler ein, wenn es keine AP mehr hat. Das heißt, irgendwann machen wir Schaden und Abra nicht, aber ich glaube, Verzweifler macht auch... Wie viel macht das Rückstoßschaden? Ich glaube, 25% von den eigenen KP. Okay. Ich glaube, im Endeffekt würden wir dann vermutlich sogar verlieren. Mit Platscher gewinnst du keinen Kampf. Das stimmt. Glaube ich. Nee, mit Platscher kannst du keinen Kampf gewinnen. Das wurde schließlich schon oft genug gebeamt, dass... Ja, Platscher ist ein wandelndes Meme. Ja. Warum machen deine Pokémon so viel Schaden? Weil ich halt toll bin. Da, nimm den Crit. Nein. Nimm den Crit! Du stirbst. Wir nehmen den Crit an. Oh, nein. Nicht mein Ratzfatz. Das Problem ist, dass jetzt Bisaknosp kommt. Ah ne, Bisasam. Ja, ist schon weiterentwickelt. Nein, ist nicht weiterentwickelt. Ach stimmt, ist noch nie weiterentwickelt. Ich dachte, es wäre weiterentwickelt. Dann hat Suppe ja vielleicht doch eine Chance. Ja, das ist auch meine Hoffnung, weil wir machen eben nicht so viel Schaden, wie wir machen sollten. Das beunruhigt mich sehr. Und wir kriegen sogar noch einen Windstoß durch. Okay, der Kampf ist durch. Der Kampf ist gegessen. Auch wenn sich jetzt ein ganz kleines bisschen heilt, aber... Vogel C wurde besiegt. Suppe! Ich mache einen Tackle. Ja, der Tackle reicht absolut.
Es ärgert mich nur so, dass Onigiri hätte da viel mehr Erfahrungspunkte rausholen können. Schon gut, du hast gewonnen. Der Daro gewinnt der Moneys. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémons zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Ja, was? Ach. Mach's mal gut ist also die Catchphrase anstelle Smell You Later. Ja, irgendwie lame. Ja, schon lame. Was konnten die Übersetzer eigentlich? Die hätten das Übersetzerteam von Link's Awakening gebraucht. Beziehungsweise, das ist ja das Übersetzerteam von Nintendo of Europe. Das hat ja. Die haben ja recht viel übersetzt. Die haben ja auch Secret of Mana zum Beispiel übersetzt. Von oh, die Lindenstraße fängt bald an. Richtig. Nein, die Pogo-Puschel greifen an. Genau, das Secret of Evermore haben die auch übersetzt. Also, die haben ja recht viel für Nintendo übersetzt. Habe ich Onigiri an erster Stelle? Ja, habe ich. Wunderbar. Oh. You will fight? You will Nuggetbrücke, fight? Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Das ist die Chicken Nugget Brücke. Die Chicken Nugget Brücke. Hey boy. Ah, Raupi, damit sollte Onigiri noch einigermaßen klarkommen. Hoffe ich. Nein, tut er nicht. Ja, doch, tut er. Ey, warum haben eigentlich alle Trainer Raupi und ich wollte einen Raupi und ich. Er ist unfassbar. Damit es dir immer schön durch die Nase gerieben werden kann. Hey, hey, guck mal, was ich habe. Hey, hey, Monika. Hey, hey, hey Monika. Hey, hey, Monika. Ah. Willst du das Pokémon wechseln? Nein. Nu! Würdest du sagen, dass Pikachu von hinten aussieht wie ein Reisbällchen? Mit ein bisschen Fantasie vielleicht. Würdest du sagen, dass deine Freundin von hinten aussieht wie ein Reisbällchen? Mit ein bisschen Fantasie vielleicht. Na, aber ich meine, hier bei Pikachu kann man so sagen, wenn man sich den Schwanz, die Ohren und das Ärmchen wegdenkt, könnte man das so für eins dieser dreieckigen Reißbällchen halten. Ja, wir sind ja auch noch in der ersten Generation, damals, als Pikachu noch fett war. Möchtest du bitte ein bisschen ins Mikrofon reinsprechen? Es ist im Nachhinein... So etwa. Es ist im Nachhinein, du redest immer vom Mikrofon weg und das ist im Nachhinein so schlimm in der Aufnahme dann. Darüber hatten wir es schon mal. Ja, und du machst es trotzdem nicht besser. Ja, das wir mussten deswegen ja die komplette Aufnahme zu Ocarina of Time in die Tonne kloppen. Psst, du hast es deswegen in die Tonne gekloppt. Ich hätte es weiter verwendet. Ja, dann hättest du Low-Quality-Content auf deinem Kanal. Du hast immer Low-Quality-Content auf deinem Kanal. Oh, hat er nicht gesagt. Oh, hat er nicht gesagt. Oh, hat er nicht gesagt. Oh. Würdest oder würdest du nicht sagen, dass Herr Daro die besten Let's Plays auf YouTubes macht? Ich würde sagen, dass Herr Daro die besten Let's Plays auf YouTube macht, wenn ich dabei bin. Nein! 15% Wahrscheinlichkeit, vergiftet zu werden. Natürlich werden wir vergiftet. Oder auch nicht. Wir sind vergiftet. Siehst du das? Oder ja, Pikachu wurde formatiert. GIF-Format. Nicht formatiert, konvertiert natürlich. Ich wollte ich verlieren. Da müssen wir ganz kurz Pikachu heilen. Yay, und wir haben noch kein Fahrrad. Yay. Renn, Trainer, renn. Oh, mir gehen die Fragen aus. Wir gehen... Ja, wir haben schon sehr viele Fragen beantwortet. Aber es gibt viele Fragen. Ja. Zum Beispiel, was ist denn so ganz privat so deine Lieblingswährungseinheit? Also ich habe so drei Lieblingswährungen. Also die erste ist natürlich der Euro. Ich bin mit dem Euro aufgewachsen. Echt? Ich bin noch mit der Mark aufgewachsen. Ja, ich als 1999er Kiddy. Ich bin 97er Kind, also ich bin nicht so viel jünger als du. Ja, ich weiß, Alter. Aber ich kenne... Jünger bin ich sowieso nicht als du. Ich kenne die Mark deutlich weniger als du. Ja, das stimmt. Also ich bin persönlich ja eher mit dem Euro aufgewachsen. Du weißt doch damals, wir sind mit einem Einkaufswagen voller Geld zum Supermarkt. Was haben wir gekriegt? Leibbrot haben wir gekriegt dafür.
Also Euro finde ich persönlich ganz nice, vor allem weil einfach der Euro an so vielen Orten akzeptiert wird. Das heißt, wenn man nach Frankreich und so weiter fährt, muss man nicht extra seine Währung wechseln. Dann so zweite Top-Währung ist der Australian Dollar. Er ist fast wie der Pfund, aber ich finde ihn halt ein bisschen besser, weil Australia ist halt immer ein Ticken besser als Großbritannien. Vor allem, weil es einmal diese Bewegung gab, dass der Australian Dollar nicht mehr Australian Dollar heißen sollte, sondern in Dollar Reduce umbenannt werden sollte. Nach Simpsons Vorbild. Money McMoney Face. Ja. Und dann so als dritte Währung natürlich der klassische Dollar. Einfach nur, weil es halt ein Dollar ist. Und also du würdest behaupten, dass du den Dollar der Krone vorziehst. Kronen persönlich finde ich ganz nice. Aber ich persönlich ziehe den Dollar der Krone vor, einfach nur, weil der Dollar mehr wert ist. Achso, dir geht's also nicht um die inneren Werte, sondern nur um die äußeren Werte. Unter anderem. Ich meine, der australische Dollar ist ja auch relativ wenig wert. Ja. Von den Kronen her, ich persönlich mag Schweden, die sind ganz cool. Aber wenn halt 10. Ja, die haben wenn Ikea und Köttbullar. Wenn, ja, darüber hatten wir es schon. Ich weiß, das war eine Anspielung daran. Ja. Aber wenn halt 1 Euro 10 Kronen ist, ist halt die Inflation schon sehr stark. The inflation is strong in this one. Ja. Ja, nee, keine Ahnung. Ich hab sogar eine Lieblingswährungseinheit und ich habe eigentlich die Frage auch mehr so als Witz gemeint. Oho. Deswegen wurdest du gerade voll prankwuselt. Oh, I just got prankwuselt. Prankwuselt! You just got Gen 1, als Pikachu noch so richtig fett war. Ja. Yeah. Extra thick. Man könnte es auch Adi Pikachu nennen. Ich fand mich witzig. Adi Potachu. DJ Adi Positas ist in the house. Wir legen die fettesten Beats auf. DJ Adi Positas ist in the house. Haus ist voll. Jan Philipp Zimny. Ja, der Klassiker. Bester Mann. Schaut euch ganz viele Videos von ihm an. Er hätte eigentlich wirklich noch dranbringen sollen, dass DJ Adipositas die fettesten Beats auflegt. Ja, das ist so eine verschwendete Möglichkeit. Level 18, yay! Yay, yeah. 18, nibber. Pikachu ist ein GIF, aber nicht animiert. Was ist da los? Ich muss mein Vogel ein bisschen mehr trainieren. Ein Vogel Nummer C. Vogel C. Vogelk. Möchte man sagen. Normale Kiddies bekommen ihre Vitamine über hohes C. Wir bekommen unsere Vitamine über Vogel C. Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Möchtest du bitte aufhören, meine Verteidigung zu senken? Das halte ich tatsächlich für gar nicht so cool. Das war ein Aber Volltreffer, das war hier gar kein Schaden. Menki. Ja, ein Klammeraffe. Monkey ist zu klassisch. Da bin ich Monkey. Klischue. Yay. Quasi. Alter! Uff! Das war Schaden. Das war äußerst effektiv. Dafür ist Monkey jetzt down. Naja, wenn du dir so heutzutage kompetitives Pokémon anguckst, oh nein, die sich auch alle gegenseitig wegcritten. Ich das bin ist ein Pfadfinder und du hast mich ein Pfadfinder. Verdient. Svante, würdest oder würdest du nicht sagen, dass du, wenn du dich in einem Wald verlaufen würdest, dass du den Pfad finden würdest? Uff, also ich persönlich war ja so 2-3 Jahre wirklich bei den Pfadfindern. Und ich meine, der einfachste Trick, um bei Pfadfinder, wenn man sich verlaufen hat, sich zurechtzufinden, ist ja theoretisch einfach den Weg, den man gekommen ist, wieder zurückzulaufen. Ja, angenommen, du
weiß nicht, bist laktoseintolerant, hast zu viel Milch getrunken. Das kann ich mir an den Weg erinnern. Ja, das Wichtigste, um einen Pfad rauszufinden, ist dann wenigstens, dass man konsequent bleibt. Das heißt, wenn man irgendwie irgendwo auf dem falschen Pfad landet, muss man wenigstens anfangen, diesen einen Pfad permanent weiterzulaufen. Dass man einfach nur immer weiter in eine Richtung läuft. Wenn man einen Kompass hat, soweit es sich eben immer nur in einer Himmelsrichtung orientiert. Denn wenn man es nicht tut, passiert es eben, dass man im Kreis läuft und irgendwann wieder da ankommt, wo man angefangen hat. Der Klassiker hat. Ist jedem von uns schon mal passiert. Ja. Es liegt aber auch daran, dass bei jedem normalen Menschen anatomisch ein Bein kürzer ist als das andere und du auf lange Sicht gesehen im Kreis läufst. Ja gut, das ist äußerst unpraktisch. Ja, außerdem hat das was mit der Gravitation zu tun, damit dass die Erde eine Scheibe ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Yay. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Ein Nigget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémänner für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Ja. Wirklich nicht? Wie, man hat keine Wahl bekommen. Wie ja, in Feuerrot und Blatt Grün hast du die Wahl, aber wenn du Ja drückst, dann sagt er, lüg mich nicht an. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Als du in Australien warst, du warst ja in Australien. Ja, ein Jahr lang. Hast du eine Schlange gesehen? Ja. Baumschlangen zum Beispiel. War es ein Rattan? Nein, es war kein Rattan. Wusstest du übrigens, dass Rattan rückwärts Kobra heißt? Nein, es heißt Natter. Nein, es heißt Kobra. Arbok heißt rückwärts Natter. Insiderwissen. Ah, wie jeder weiß, Vogel C heißt natürlich in Wirklichkeit Schwalbe. Schwalbini ist auch ein Pokémon. Yay! Hast du, auch wenn du jetzt nicht so viel Pokémon spielst, ein Lieblings-Pokémon in Existenz? Uff. Gibt es irgendein Pokémon, wo du sagst, es sagt dir rein persönlich natürlich von den inneren Werten her total zu? Ich mag Mimikyu, einfach nur weil es so edgy ist. Es gibt schon größere Edgelord-Pokémons. Das stimmt natürlich, aber ich mag Mimikyu, weil es eben versucht, was Besonderes zu sein. Okay, Google, was ist das edgieste Pokémon, das es gibt? Reaper von Overwatch. Reaper, Pokémon los! Bei deinem Können würdest du in Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss werden. Ja, nee, wir sind damit beschäftigt. Team Rocket ja aber nicht so gut zu sein. Sind damit eben beschäftigt, den Boss zu besiegen. Darum findet TM45. Yes. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge gehen wir erstmal zu Bill und machen dann die Arena von Azuria City. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.